Servus und willkommen zu einem neuen Video. Wie man hier schon sehen kann, habe ich heute ein neues Paket bekommen von Adidas und dieses X. Da werden wahrscheinlich schon die meisten vermuten oder wissen, welcher Schuh das ist. Es ist der neue X18 und ja, hier ein kleines Unboxing und so die ersten Impressions von dem neuen Schuh. Also Paketdesign auf jeden Fall schon mal richtig cool gemacht. Hier dieses farblich abgesetztes Logo. Sogar mit Namen, das ist natürlich auch fresh. Da haben wir auch eine kleine Botschaft bzw. so eine Nachricht vom Adidas-Team. Hallo Konzi, ab sofort durchbricht dein Highspeed-Game die Schallmauer. Der X18 aus dem Energy Mode Pack ist da und kommt mit neuen Features. Das Obermaterial mit einer Netzstruktur aus feinem Garn gibt dir überragendes Ballgefühl. Für den perfekten Speed und optimale Passform sorgt die ultraleichte Speedframe Außensohle. Und deshalb ist der Schuh auch die erste Wahl von Thomas Müller, Gabriel Jesus und Co. Ich hoffe, ich habe ihn nicht ausgesprochen. Bei der WM in Russland. Ja, und dann natürlich die Hauptfrage, ist das vielleicht der Schuh, der Deutschland zum nächsten WM-Titel schießt? Ja, das wollen wir auf jeden Fall hoffen und schauen uns das Ganze jetzt mal genauer an. Ja, was sagt ihr eigentlich so? Ich würde mal sagen, als erstes, was auffällt, ist natürlich die Farbe. Was ist da euer Eindruck? Ich denke, das ist so eine klassisch blaue Farbe mit einem hellen Design, die wir, glaube ich, schon auch öfters gesehen haben. Also ist jetzt nicht der erste Schuh, der dieses Blau hat, aber natürlich passend zu diesem Energy Pack. Hier haben wir dieses Speed Mesh, das neue Obermaterial. Ja, wie das jetzt sich auf den Platz schlägt, das müsste man einfach mal ausprobieren, weil jetzt von dem ersten, ja, so Kontakt mit dem Schuh fühlt sich weich an, hat noch etwas Widerstand, das heißt Stabilität sollte auch noch gut sein. Jetzt ist halt die Frage, wie er sich einfach einläuft, also ist es dann weich, wird es irgendwo vielleicht Druckstellen geben? Und natürlich hier die Schnürung, das ist der 18.1. Im Gegensatz zum 18 Plus Modell, der komplett ohne Schnürung auskommt. Ja, sieht cool auf jeden Fall aus. Und ich denke, wir werden den Schuh auch in nächster Zeit, wenn es bei uns natürlich reinpasst, je nachdem wie schnell, den Schuh auch testen und euch sagen natürlich, wie er sich in einem Freekickers Test schlägt und gegen andere Modelle von Nike, Puma, New Balance und Co. antreten kann oder sich schlagen kann. Ihr könnt ja schon mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem Colorway sagt, also was ist da euer Ersteindruck, was ihr so auf den Bildern seht, gefällt euch dieses Blaue, gefällt euch die Farbe, die Farbkombination, und ja, lasst mich einfach es in den Kommentaren wissen. Ich freue mich auf jeden Fall über eine rege Diskussion unter diesem Video und werde mich natürlich auch beteiligen. Ansonsten danke fürs Zuschauen, wie immer, bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal.